Weißt du, was Abu Bakr al-Baghdadi macht mit solchen Muslimen wie dir, die sich weigern, in den Krieg zu ziehen? Die werden so massakriert. Verstehst du? Die sagen, ich bin Muslim, aber die das nicht praktizieren. Sure 66, Vers 9. Mohammed hat Heuchler, Munafir, umgebracht. Oh Mohammed, sei hart gegen die Munafir, die Heuchler. Wir haben uns verliebt. Die sich weigern, in den Krieg zu ziehen mit ihm. Ja, die haben uns verliebt. Und da habe ich mir gedacht, ja warte mal, ich gehöre doch zu diesen Munafir, die sich weigern, für Allah Sache zu kämpfen und zu töten. Du bist ein Abtrünniger, kein Munafir. Aber auch so, ich habe gesagt, nein, der Islam ruft nicht zu Terror und Leid auf und Mord und alles. Doch, der ruft dazu auf. Doch, die Aussagen Mohammeds haben wir auch. Ich wurde siegreich durch Terror. Ich bin zu euch mit der Schlachten gekommen. Was sind das für Aussagen? Weißt du, was Terror bedeutet? Terror bedeutet, wenn du... Allah hat Terror in die Herzen der Ungläubigen gesandt. Terrorisier meine Feinde und deine Feinde. Terrorismus kommt direkt aus Koran. Weißt du warum? Weißt du warum? Damit sie abgeschreckt werden und nicht ich weiß, alles. Ihren Unfug weiter verbreiten. Ja? Kann ich das machen, was du hier machst in Saudi-Arabien? Kann ich das machen, was du machst in meinem Land Iran? Die hängen mich so am höchsten Mast auf. Wallah, ich frage mich, warum die dich nicht gehängt haben. Bis jetzt. Ich bin noch nicht in meinem Land gewesen, aber ich bin dort zum Tode verurteilt. Ja. Ja klar. Wenn du den Islam vor deinem Tod nicht annimmst, wallah, du wärst morgen dead. Aber verstehst du das nicht? Soll ich dir beweisen, dass du sogar Mohammed Verse aus dem Koran vergessen hast? Vergessen. Natürlich aus Bukhari, soll ich dir beweisen? Siehst du, du hast Angst, dass ich raushole und zeige dir die authentische Sunna. Verstehst du das schon? Ja, authentische Sunna. Lass laufen. Ja, lass laufen. Lass laufen für die Welt da draußen. Ja, ist ja nicht schlimm. Auf einer Seite tut das mir auch sehr, sehr leid, dass ihr überhaupt diese Religion propagiert. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, klar, das ist ja. Aber was ich dir auch eben sagen wollte mit Jizya. Stell dir mal vor, ich komme zu euch und sage entweder, ihr konvertiert zum Christentum, oder ihr bezahlt, mir eine übertriebene Steuer, die ihr eigentlich nicht zahlen könnt, oder ich bringe euch um. Und das haben die Sahaba so praktiziert. Die erste und dritte Generation ist die beste Generation. Deswegen lässt ein Muslim sich so ein Bart wachsen, deswegen trägt der Jalaba, deswegen hält er sich weg fern von den Kuffaren und alles. Weil er nichts mit dem zu tun hat. In Deutsch? In Deutsch, ja. Gibt es bei Ihnen auch unterschiedliche Korane wie Alte Neue Testamente? Das ist nur eine gefährliche Übersetzung, es gibt nur eine. Wollen Sie auch eins haben? Hast du das gelesen zusammen? Ja. Hallo? Hat sich gerade vorgeschwert über den mit der Trommel. Ja. Das werden jetzt richtig gute Gespräche mit dem Freund Abu Najib geführt. Kämpft gegen sie, damit keine Verführung mehr stattfinden kann. Und kämpft, bis sämtliche Verehrung auf Allah allein gerichtet ist. Sie stehen jedoch vom Unglauben ab, dann wahrlich sieht Allah sehr wohl, was sie tun. Und wenn sie euch den Rücken kehren, so seid ihr das haben? Ja, danke schön. Bitte. Das ist der Koran. Das ist der Koran. Ist auf Deutsch. Ist auf Deutsch. Gut. Ich hoffe, ihr beschäftigt euch auch ein bisschen mit der Bibel. Ne? Vergleicht das Ganze mal. Die Bibel von ist für Moslem. Ja, hast du das gelesen? Ja, ich habe kontrolliert. Darf ich das überhaupt lesen? Bitte, ja. Ne, ein Vergleich mal anstellen. Ne? Wer war Jesus Christus? Ist das der Jesus Christus aus dem Koran, der mir hier gesagt wird? Oder ist das der Jesus Christus aus der Bibel, der mir gesagt wird? Das ist der wahre Jesus. In meinem Leben auch schon so viel. Gibt es dafür historische Beweise? Du weißt selber nicht, wer Jesus ist. Ja, natürlich weiß ich, wer Jesus ist. Wenn ich einen Josephus Flavius lese, einen jüdischen Historiker, der sagt, aber er hat recht. Er kann man vergleichen, mal mit der Bibel und Koran. Vergleich das mal. Nicht so immer in Ruhe durch. Er ist gekreuzigt worden, Abu Najib. Und das ist der Punkt, wenn du mal durchgelesen hast, wenn du mal durchgelesen hast und kannst, verstehst was nicht oder möchtest aber gerne verstehen, dann gibt es da immer noch einen Begleiter, der die Übersetzung nochmal in Bedeutung da ist. Ich bin Christ, ja, ich war Muslim und abgelehnt. Es ist einfach. Aber versuchen Sie es mal. Und deswegen versuche ich hier gerade, wir haben keine Religion, Christen haben keine Religion. Der Katholizismus ist Religion, Evangelizismus ist Religion, das sind alles menschengemachte Sachen. Der Herr Jesus Christus ist für was anderes gekommen, versteht ihr? Guck mal, der war niemals ein Muslim. Der lügt nicht. Wenn du wirklich ein Muslim gewesen wärst, dann würdest du jetzt nicht zum Christentum. Ich bin ja gerade hier, um Ihnen das zu erklären, warum ich weggegangen bin. Er weiß ganz genau, dass ich Beweise mit anführe, die nicht widerlegt waren. Festerchen, darf ich dir helfen? Ja doch, wir haben Beweise. Alles klar, hörst dabei. Deswegen habe ich ihm gerade gesagt, der Islam sagt, der Koran sagt in Sure 4, 157, sie haben ihn nicht gekreuzigt und er wurde nicht getötet. Es erschien ihm nur viel mehr so. Aber es fand eine Kreuzigung statt. Was hat Allah da am Kreuz gemacht? Ein anderer Mensch.
ein anderer Mensch ist gestorben. Jetzt pass auf, meine Argumentation ist, jetzt stellt euch mal vor, wir sind jetzt an der Kreuzigung dabei. Wir sehen mit unseren eigenen Augen, dass Herr Jesus am Kreuz hing. Ist das dann meine Schuld, dass ich an den Herrn Jesus Christus glaube, dass er gekreuzigt worden ist? Nein, dazu gar nicht. Weil Allah, du bist es doch schuld, dass ich sehe mit meinen eigenen Augen, dass Jesus gekreuzigt worden ist. Aber du hast es gesehen. Aber verstehst du die Argumentation dahinter gar nicht? Aber ist der Islam und das Christentum nicht fast dasselbe? Nein, das ist zwei verschiedene Ideologien. Von alle Religionen kamen. Ich meine, Allah ist der gleiche wie Gott. Ja, eben. Jetzt macht euch, lasst euch nicht verrückt machen. Jetzt geht's aber los hier. Verstehst du, Abunaji? Fünf Leute, fünf verschiedene Meinungen, ist immer so. Ich bin der Meinung, dass die Bibel komplett erzählt wurde. Die muss man sich auch lassen. Lies mal in Ruhe durch und vergleich das mal mit der Bibel. Du mach mal einen Vergleich. Lies mal in Ruhe durch. Abunaji, lass uns mal, ich will nicht mit den anderen reden, weil die haben kein Wissen. Ich möchte dir diese Begebenheit sagen. Verstehst du, was ich meine? Wir sehen uns. Warte, am jüngsten Tag. Abunaji, du weißt, was hier los ist. Wenn ich mit meinen eigenen Augen... Mischen nicht. Wir wollen nur zuhören, was ich zu sagen habe. Ja, ich verfolge dich schon seit 10 Jahren vielleicht. Alle wissen es. Du bist da. Ach du Heiligen. Abunaji, lass uns das kurz durchgehen. Das ist sehr wichtig. Nein, komm, lass uns das bitte durchgehen. Das ist sau wichtig. Der sagt den Menschen, der war schon ein Muslim. Lass das mal weg. Ich war nie ein Muslim. Okay, nach deiner Auffassung war ich nie ein Muslim. Ist okay, ich akzeptiere das. Aber lass uns die Beweise durchgehen, die ich habe. Wir können bis übermorgen reden. Ja. Aber ich habe dir gerade erklärt, mit der Kreuzigung stimmt hier irgendetwas nicht. Es gibt so viele Historiker, die sagen, dass wirklich der Herr Jesus... Warte bitte. Wenn das stimmt und die Historiker recht haben, so ist der Koran und der Islam falsch. Verstehst du entweder nicht? Entweder ist der Islam falsch oder Christentum. Und deswegen sage ich dir, das ist ein guter Test, das herauszufinden. Weil die Kreuzigung, entweder wurde Jesus gekreuzigt, dann ist das wahr. Aber wurde er nicht gekreuzigt, so ist der Islam richtig. Allah sagt, er wurde nicht gekreuzigt. Perfekt. Genau. Allah sagt, er wurde nicht gekreuzigt. Ja, aber wir haben die Beweise von Historikern, die das beweisen. Beweise? Josephus Flavius hat das gesagt. Der ist ein Lügner, genauso wie du.